Hallo, willkommen an der Uni mit Vermehrer 2.0. Jamie muss schon mal aufstehen, denn sein Kurs beginnt gleich. Und leider durfte ich das jetzt irgendwie auch nicht wählen. Ich finde das nervig, wenn solche Aktionen automatisch abgebrochen werden. Und zum Beispiel, also und vor allem das Schlafen abgebrochen wird. Ich verstehe nicht, warum man das machen muss. Aber na gut. Ja, die Mädels dürfen natürlich noch weiter schlafen. Und wir sollten auf jeden Fall mal probieren, unsere Studienleistung ein bisschen voranzutreiben, ein bisschen zu verbessern, dass wir da auf jeden Fall auch in den Zwischenprüfungen keine Probleme bekommen und auch da schon wortwörtlich punkten können. ja, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich würde sagen, du kannst mal Pfannkuchen essen. Vielleicht kann Maya mal was zum Frühstück machen, wenn sie dann aufsteht, dass wir da auch mal was Neues haben. Oh, nein, okay. Wussten wir gar nicht, denn Sarah hat was gemacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist aber lieb, Sarah. Ja, dann können wir die leckeren frischen Waffeln gleich essen. Das ist doch schön. Ich meine, wir haben noch Pfannkuchen im Kühlschrank, aber ein bisschen was auf Vorrat zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Und Jamie macht auf jeden Fall seinen Kurs, wo er so ein bisschen Radiosendungen ausstrahlt. Ja, und bei der lieben Maya müssen wir auf jeden Fall mal darauf achten, dass sie wieder ein bisschen mit Leuten quatscht. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, du kannst dann duschen, dann kannst du hier den Teller nehmen und ja, das sollte dann alles klappen. Du kannst dann im Anschluss ein bisschen aufräumen und ein bisschen Spaß haben. Vielleicht können wir ja dann die liebe Sarah überreden, zusammen Tischtennis zu spielen. Mal schauen, ob sie da mitmachen will. Gehen wir mal zu Jamie, der ist ja gar nicht so weit weg hier. Hier am Campus. Wow, das sieht echt ganz schön verstrahlt aus. Wie hier alle stehen und ihre Sendung senden. Das sieht jetzt nicht unbedingt allzu gut aus. Aber ja, wenn es halt notwendig ist, dann sollte es das sein. Okay, hier steht eine Gitarre. Das ist ja schrecklich. Das klingt schon nicht so vielversprechend. Ja, und ich würde sagen, wenn jetzt gleich die Stunde vorbei ist, können wir aber gern hier bleiben. Müsste ja jetzt gleich zu Ende sein, genau. Dann können wir aber hier bleiben und können hier vielleicht gleich mal einen Protest veranstalten. Den hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Zumindest hatten wir dieses Semester noch keinen. Und dann machen wir hier gleich mal einen Protest. Die beiden sind noch am Frühstücken. So. Also wir werden auf jeden Fall gleich hier protestieren, weil wir sind ja schon hier. Und dann würde ich vielleicht. Was haben wir denn hier so Schönes? Also ich würde so ein 3-Sterner-Teil nehmen. Ich würde einen Randalierer-Protest anzetteln. Gehaltserhöhung, Zufriedenheit auf Lebenszeit, Fähigkeiten. Sachen sammeln. Verbesserte akademische Leistung. Das finde ich super. Das können wir auf jeden Fall machen. Machen wir 12 Uhr, klar. Der Typ. Ja. Okay. So, und dann können wir hier den Leuten mal Bescheid sagen. Oh, toll. Vor allem, wie lang ist die denn bitte? Ja, die kann auch aufräumen, dann kann sie zur Uni gehen und du solltest eigentlich erst was essen, bevor du dahin gehst. Wie lang ist das Mädchen denn bitte? Die hat doch jetzt schon vor 2 Stunden angefangen zu essen. Das ist ja schrecklich. Sophia, ey. Maya, du kannst hier mal gerne den Rest aufessen. Und dann kannst du zur Uni gehen. Das ist ja echt nicht schön, wie lange die braucht. Lizzie, die geben wir mal ein Protestflugblatt. Dann können wir vielleicht ihr noch ein
Protestflugblatt geben. Und wenn die ganzen Leute mal aufhören würden, nackt rumzurennen, dann könnte ich denen auch was geben. Nicht was anzuziehen, weil da hätte ich jetzt nichts, aber irgendwas anderes. So. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir hier ein bisschen Soziales mit Maya bekommen. Lassen Sie nochmal den Teller sauber lecken, weil so kann man ein bisschen Sachen sparen. Die schaut auf ihr Handy, statt die Waffeln wegzuräumen. Deswegen habe ich das mal schnell gemacht. Das stillt den Hunger immer komplett. Das ist echt unglaublich. So, Jamie. Findest du hier denn noch jemanden? Hat sich irgendjemand wieder eingekriegt? Die hier auf jeden Fall. Ist hier denn auch schon das Protestpult? Noch nicht. Ah, jetzt sollte der Protest beginnen. Wo steht das Teil denn? Dass wir den auch anfangen können. Ach, hier. Okay. Oh, bisher noch ohne Farben. So, dann fangen wir mal an, die Menge aufzustacheln. Und werden hier ein bisschen Krawall verteilen. Hoffen, dass hier ein paar Leute kommen. Oh, hier ist ein Polizist. Hä? Ist das ein Polizist oder sieht der nur aus wie ein Polizist und ist eigentlich ein Student? Ey, ich hoffe, dass der jetzt nichts gegen unseren Protest hat. Das hatte ich jetzt auch noch nie, dass hier ein Polizist den mitgekriegt hat. Aber ich denke und hoffe mal, der hat da nichts dagegen. Also, ich möchte eine Lagerfeuerparty veranstalten. Wir haben ja jetzt auch Herbst. Wir sollten uns mal ein bisschen wieder ein bisschen wärmer anziehen. Das können wir auch gleich mal veranstalten. Dass sie im Anschluss wieder ihr zweites Outfit anzieht. Und auch Maya sich wieder umzieht. Was haben wir denn hier noch für Outfits? Ich weiß es gar nicht. Ich würde das gerne laden lassen, damit ich das sehen kann. Das zweite Alltagsoutfit, ich kenne das gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Sommeroutfit ist oder ob es ein... Ach nein, das war dieses Dingens-Outfit. Ich hasse es. Also ich finde es ja nicht so schlimm, dass die Gitarre spielen, aber ich hasse es, dass das so laut ist. Und das hat doch nichts damit zu tun, wie ich irgendwelche Geräusche einstelle. Das kann man einfach nicht ändern und das ist doof. Und deswegen stelle ich das einfach aus. Samantha ist hier, Levis, Manisha, der Tourist. Ja. Okay. Die Zwiebel ist hier. Oder eigentlich sie und dann habe ich die Zwiebel. Ja, gut, da sind doch schon ein paar Leute hier. Ich würde sagen, vielleicht könnt ihr danach auch hierher kommen. Oder zumindest Maya kann dann hierher kommen. Und Sophia sollte vielleicht mal ein bisschen was für ihre Fähigkeiten machen. Die können wir dann gern mal ins Fitnesscenter schicken. Aber wir schauen erstmal bei Jamies tollen Protest vorbei. Ich hoffe mal, dass der ganz erfolgreich wird. Hier sollten sich die Leute auch mal ein bisschen prügeln, wenn der hier erfolgreich werden soll. Schließlich ein Randalierer-Protest. Dann sollte man eigentlich auch mal was für machen. Dass man hier seine gesamte Leidenschaft und alles, was man für das Thema aufbringen will, zeigt. Das klingt jetzt eigentlich eher weniger randaliererisch, wie er redet. Das klingt eher sehr emotional. Die Leute sind auch so laut hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen relativ erfolgreichen Protest. Hoffen wir mal, dass wir das auch so halten können. Wir haben auch schon das Haus im Hintergrund. So sieht das von weiter weg aus. Ja.
Warum sind die denn so laut? Oder kommt es nur mir so vor? Mir drücken die voll auf die Ohren. Das ist nicht so angenehm. Du sollst nicht nach Hause fahren, du sollst hier hinkommen. Was? Das ist eine Postbotin, die ein Level 10 Rebell ist. Interessant. Du sollst dich doch umziehen, Maya. Ja, das war das. Zieh dich mal um, Maya. Mädchen, danke. Und dann würde ich sagen, können wir vielleicht mal mit Samantha ein bisschen reden. Oder beschließ dich mal den Protest an. Warte. Oh ja, ein Kampfanzettel. Mit wem machen wir das? Hier mit dem. Kampfanzettel. Gute Idee. Super. Das ist cool. Los, Maya! Kämpf! Kämpf, kämpf, kämpf! Ah. Hör doch einfach mal auf, Junge. So. Weiter geht's. Und da kämpfen wir auch schon die ersten. Und los geht's! Yay! Ich hoffe, dass sie wenigstens gewinnt. Sonst wäre das ja auch ein bisschen schade. Ja, natürlich gewinnt sie. Es ist ja unsere Maya. Ah, sehr schön. So, danach können wir mit Samantha ein bisschen quatschen. Yay, gegen die Macht ankämpfen. Okay. Warum guckt er jetzt so? Du sollst hier schon weitermachen. Sie muss mit dir quatschen und wir gehen mal ins Fitnesscenter und schauen, was wir hier so machen können. Haben wir hier oben eigentlich auch noch was anderes? Ja, Tischtennisplatten haben wir hier. Sehr gut. Hier sind noch ein, zwei Leute, hoffentlich, so wie es aussieht. Spielen wir mal Tischtennis mit, oh, mit Esther, mit Mika, mit Patty. Ich spiele mit Patty. Ja, mal beobachte einfach mal den Protest. Ist auch gut. So. Ja, sehr gut. Dann war den Protest doch erfolgreich abgeschlossen und dann sollten wir aber wirklich mal hier jemanden finden und mit dem quatschen. Okay. Und jetzt haben wir Campuskämpfe. Was? Campuskämpfe. Kämpfe? Okay. Neu erwachsene Eifer. Klingt ja ganz gut. Haben wir hier ein Konzert? Eigentlich nicht, aber da sind ganz. Naja, egal. Du kannst hier gern mal was essen und dann kannst du hier gern auch nachher einen Film schauen. Kannst du dich mit jemandem unterhalten, der noch hier ist? Irgendwie ist hier jetzt keiner mehr. Das ist natürlich auch blöd. Irgendwelche Rebellen vielleicht hier? Ah, hier, Ludovico. Klingt super. Was sind das hier so für Leute? Das dauert immer so lange, bis man sieht, wer das ist. Okay, nee, wir quatschen mal mit dem hier. Der sieht irgendwie sehr alt aus. Aber kann uns ja egal sein. Wir wollen ja nichts mit ihm anfangen, wir wollen ja nur mit ihm reden. Wir brauchen ja nur ein bisschen Gesellschaft, egal von wem. So. Hey, hau nicht ab! Der braucht jetzt gar nicht auf die Idee zu kommen, hier abzuhauen. Oder irgendjemand anders sich anzuschauen. Warum bellt hier ein Hund? Och Mann, das ist vor allem auch immer derselbe.
Hör doch einfach mal auf damit. Das ist zu laut. Ich will das nicht. Junge, hör auf. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören. Dann kann ich hier nicht sowas wie... Moment. Ich lösche dieses Teil mal. Irgendjemand hat das hier stehen lassen. Und jetzt bedient sich jeder da dran. Deswegen lösche ich diese dumme Gitarre einfach mal. So, weg ist es. Haben wir kein Problem mehr damit. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn die einfach nur spielen würden, aber die sind so laut beim Spielen. Das ist nicht schön. So, ist jetzt vielleicht ein Konzert? Nee. Dann werden wir auf jeden Fall einen Film schauen. Können wir den mit jemandem anschauen? Mit Waverly. Schauen wir den mit Waverly. Ist ja egal. Oder ist doch ein Konzert. Nein, das ist kein Konzert. Warum sind hier die Dingens? Ein, zwei Sachen kannst du noch mit dem bequatschen und dann reicht das auch, mit dem geredet zu haben. Dann kannst du nach Hause gehen. Und Sophia, das sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus bei dir. Die liebe Patty, kannst du die auch gerne mal begrüßen. Ja. Jetzt bitte Louis Rogers. Wir haben einen Schuljubelruf. Können wir ein bisschen plaudern. Oh, sie hat schon den Abschluss. Dann können wir ihr gern zu gratulieren. Dann können wir vom Training schwärmen, einmal auf Klo gehen. Wenn ich wüsste, wo hier eins ist. Ganz unten. Okay, was ist das Damenklo? Was ist das hier? Und sonst haben wir hier unten nichts mehr. Dann müssen wir hier hochgehen. Ja, dann werde ich hier neben Esther ein bisschen trainieren wollen. Denke ich, ist eine ganz gute Idee. Du kannst dir vielleicht auch den Kinofilm anschauen. Oh, ist das vielleicht doch ein Konzert? Warum haben die hier dieses Teil und dann ist hier kein Konzert? Das verstehe ich nicht. Ist das schon fertig? Okay, dann, wenn Waverly nicht da ist, dann gehen wir halt. Ich weiß nicht, ob wir mit Waverly was anfangen wollen. Die sieht immer so langweilig aus. Die sehen die wirklich so aus wie... Wow, was sind das denn hier für... Ach so, das sind diese Teile, okay. Ich hatte gefragt, warum das so komisch aussieht. Aber jetzt weiß ich wieso. Jetzt muss das wieder ewig laden. Können wir hier ein bisschen sauber machen. Bisschen was für uns tun können wir vielleicht auch noch. Wann fangen wir an? 12 Uhr. Dann kannst du hier vielleicht ein bisschen was schreiben. Und im Anschluss ein bisschen Computerspiel spielen, Sportspiel und dann kannst du schlafen gehen. Damit ist das für ihn für heute ausgebucht, was er machen soll. Maya ist ja noch total aktiv, die kann ja noch sonst was machen. Die kann eigentlich gern vor dem Stadion, nicht vor dem Stadion, sondern vor dem Kino hier, wenn der Typ weggeht, nicht so lange der Typ hier ist. Wenn er weggeht, kann sie hier was malen. Also so auf dem Boden. Und nicht so lange der hier ist. Das traue ich mir nicht. Ich glaub, dann wird sie sofort festgenommen. So, schon beim Versuch. Wer ist das? Paparazzo. Ja. Nee, ich glaube, okay, dann machen wir das lieber nicht. Wenn der Typ da noch im Kinofilm drin ist, dann wollen wir das lieber nicht riskieren. Jamie, kriegst du das hin?
Sehr schön. Sah gerade so aus, als könnte er das nicht. Dann werden wir einfach mal das Bild weitermalen. Das ist ja auch in Ordnung. Wir machen mal schön dein Handy aus. Kannst du hier die Schreibfähigkeit verbessern? Athletikfähigkeit perfektionieren. Das ist natürlich ein guter Wunsch. So, Sophia, wie sieht's bei dir aus? Kannst du noch ein bisschen trainieren? Komm, sporn dich mal ein bisschen an, dann wird das vielleicht eher was. Ja, es steigt schon. Man sieht schon, dass es steigt. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Ja. So. Machen wir mal wieder das Handy aus. Können die mal aufhören zu nerven. Oh. Jetzt stinkt sie aber ganz schön. Gut, dann können wir sie auch in die Dusche gehen lassen. So, das müsste ja hier eine sein. Weil wir auf der Seite ja die Damenduschen identifiziert haben. Und ich glaube, da steht ein Typ drin, oder? Ja, der sieht männlich aus mit seinem Schnauzer. Gut, danach kann sie nach Hause kommen. Ich würde sie jetzt nicht so stinkig nach Hause kommen lassen. Oh, einen ausländischen Film haben wir gesehen. Das ist aber schön. Oh, warum müssen die den ganzen Tag angerufen werden? Ich weiß, ich könnte den Ton ausmachen, aber deswegen stört es mich ja trotzdem noch, dass diese Notenzeichen aus ihnen rauskommen. Das muss ja eigentlich auch nicht sein. Die können einfach mal gar nicht anrufen. Also lautlos heißt für mich, dass es auch nicht klingelt, sondern dass ich gar nichts von mitkriege. Und dann einfach nur, wenn irgendwas Wichtiges ist, so eine Meldung an der Seite kommt. Oder halt eine Aufgabe. Aber sonst brauche ich da ja nichts. Naja. Gut, ich hoffe, dass wir hier diesen Boost ein bisschen nutzen können. Dass das hier auch was bringt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja. Ich würde sagen, du kannst erstmal aufhören, da zu schreiben. Oh, das ist schon deutlich gestiegen. Aber es ist trotzdem erst auf der Hälfte bisher. Das ist ein bisschen schade. Da sind die beiden Mädels doch schon weiter. Ja. Aber wir versuchen auf jeden Fall den Fokus ein bisschen auf Jamie zu legen und mit ihm zu versuchen, das schön hinzukriegen. Ich würde ehrlich gesagt doch gerne mal so ein Bild einfach aufhängen. Ich finde, das sieht eigentlich auch schon echt schön aus. Das sieht, finde ich, gerade künstlerisch aus. Wenn das so ein bisschen nicht ganz fertig, so ein bisschen unsauber an den Seiten aussieht. Ich finde, das sieht gerade künstlerisch aus. Und man erkennt ja trotzdem das Motiv und so. Also, ich find's so eigentlich schöner als dann am Ende. Was dann wahrscheinlich am Ende aussieht. Du isst noch ein bisschen gegrillten Lachs. Und dann geht's ins Bett. Und Sophia kommt nur noch nach Hause. Ich würde sagen, die kann auch noch ein bisschen gegrillten Lachs essen. Dann müssen wir auch mal was anderes zu essen machen, damit das uns nicht irgendwann mal ausgeht. Okay. Ja, das war jetzt der zweite Tag an der Uni. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen versuchen. Oh, sie läuft schon mit Winterklamotten hier rum. Es ist schon kalt scheinbar. Minus 3 Grad draußen. Oh ja. Ja, wir versuchen auf jeden Fall uns dieses Semester ein bisschen mehr anzustrengen, dass wir auf jeden Fall gute Noten bekommen und keine Probleme haben, das Semester zu bestehen. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich in den nächsten wieder. Bis dahin, tschüss.